Gutes Stichwort. CDU ist ein wunderbares Stichwort. Ja. Und zu denen schauen wir jetzt. Nämlich bei Dorothea Schupelius am Set jetzt ein Politiker, der vielleicht auch eine erste Analyse für das Abschneiden seiner Partei hat. Das ist ganz richtig. Der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, ist bei mir hier am Tag der Europawahl. Herr Linnemann, hier wurde gejubelt, als es die ersten Hochzählungen gab. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, hätte die CDU nicht etwas besser abschneiden können, wenn man bedenkt, wie unerfolgreich die Ampelparteien gerade abschneiden? Ich sag mal, 30% jetzt in den Prognosen ist klasse. Wir kommen von 24 bei der letzten Bundestagswahl. Haben jetzt 5 Prozentpunkte mehr. Wir haben sogar die letzte Europawahl geschlagen. Wir sind auf gutem Wege, aber wir müssen diesen Weg jetzt weitergehen. Das ist für mich Conclusio des heutigen Abends. Die anderen, die Ampelparteien zumindest versagen. Die AfD hat großen Erfolg. Wie erklären Sie es sich, dass die AfD trotz dieses desaströsen Wahlkampfes ein gutes Ergebnis einfahren kann? Also natürlich gibt es einen Zusammenhang mit der Ampelpolitik. Das ist gar nicht wegzudeuten. Hat man gesehen in den letzten 1-2 Jahren mit dem Heizungsgesetz auch, was das ganze Land verunsichert hat. Und auf der anderen Seite denke ich schon, dass der Vorfall in Mannheim eine Debatte über die innere Sicherheit wieder angefacht hat in Deutschland. Und da müssen die Parteien einfach zeigen, auch die Ampel, dass, wenn sie Dinge ankündigt, es auch macht. Der Kanzler kündigt seit Monaten an, dass er abschieben will. Jetzt will er nach Afghanistan abschieben. Er muss es machen und nicht nur drüber reden. Und der Kanzler redet nur drüber. Und dann zahlt es natürlich bei Protestparteien wie die AfD ein. Sie sagen Protestparteien. Natürlich gibt es viele Protestwähler. Trotzdem fragt man sich, Thema innere Sicherheit, Versagen der Ampel. Was sorgt dafür, dass ein Wähler sagt, ich nehme die AfD, aber nicht die CDU, obwohl beides Oppositionsparteien sind? Wir haben natürlich das Besondere bei dieser Europawahl, dass diese 5%-Klausel nicht mehr da ist. Dadurch kommen wir irgendwo, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber auf 15% sonstige Parteien, weil die kleinen Parteien sagen, eure Stimme ist nicht weg, sondern sie geht jetzt zu uns und die Partei, auch die kleinen Parteien werden ja ins Europäische Parlament gewählt. Damit will ich aber nichts kleinreden, überhaupt nicht. Aber wenn man sieht, wovon wir kommen, wenn man sich in Europa anschaut, in Dänemark, Niederlande, Frankreich, Italien, sind die ganzen christdemokratischen Parteien sowas von klein geworden. Zum Teil sind sie gar nicht mehr auf der Bildfläche, dass das echt ein Erfolg ist, wenn man sieht, wovon wir kommen. Bei der Bundestagswahl war die CDU am Boden. Ja, das Schiff ist auf Grund gefahren. Es war nicht klar, dass wir da rauskommen. Und der heutige Tag zeigt, wir sind rausgekommen, wir sind auf dem richtigen Weg und wir müssen diesen Weg jetzt weitergehen. Der Geschlossenheit, der neuen Programmatik, Pragmatismus, Sachpolitik, keine Ideologie und gleichzeitig aber auch Themen in den Mittelpunkt stellen, wie lebe ich sicher, ist mein Geld sicher, ist mein Job sicher. Dann geht es auch weiter nach oben. Und das ist auch der Verdienst von Friedrich Merz, der nicht nur die Partei, sondern auch die Fraktion super führt. Wie möchte Friedrich Merz es denn schaffen, beim Thema Migration die Protestwähler oder die Wähler, die keine Ampelpolitik mehr wollen, von der AfD wegzuholen? Das ist bisher ja trotz schlechtem Wahlkampf der AfD nur mittelmäßig erfolgreich gelungen. Ja, das Problem ist natürlich, dass wenn wir etwas fordern, wir brauchen ja einen Kurswechsel, ja? Wenn man sieht, wie viele Menschen nach Deutschland kommen, weil kriminelle Schlepper die nach Deutschland bringen und die gar keinen Schutz brauchen und sich nur die Starken durchsetzen. Das ist ja krass, wenn man sich die Zahlen ansieht. Ja? Wenn man sieht, das Land, wo mittlerweile die drittmeisten Flüchtlinge kommen, ist Türkei. Anerkennungsquote 8%, 92% werden nicht anerkannt, trotzdem bleiben die meisten hier. Da müssen wir einfach zeigen, dass wir es auch wirklich ändern. So, das ist natürlich schwierig, weil wir jetzt nicht in der Regierung sind. Aber was richtig ist, dass die Länder es machen, wie zum Beispiel Grenzkontrollen zwischen Polen, Tschechien und Deutschland, wie die Bezahlkarte. Davon müssen wir noch viel mehr machen, damit die Wähler sehen, die reden halt nicht nur drüber, sondern machen es. Dieses Machen, das ist ganz zentral. Und wenn die Bundesregierung das überhaupt nicht macht, müssen wir zeigen, dass wir es machen. Das ist ungleich schwieriger in der Opposition. Umso wichtiger ist es, dass wir es in den Ländern machen und dann weiter Vertrauen aufbauen. Sagt der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, bei der Wahlparty der CDU-Europawahlkampf. Der Raum wird immer voller, ich muss immer lauter schreien und gebe daher erstmal zurück zu euch an den Tisch ins Studio. Schnell ein Kräuterbonbon und dann wird das mit der Stimme auch gleich wieder gehen. Dorothea, bis hierher erstmal Dankeschön.